Wir haben alles gegeben, dieses Pokémon einzufangen. Quer durch Frankfurt fährt es auf seinem Motorrad. Ja, das ist wirklich Pikachu, beziehungsweise Pika Rider, ein Motorradfahrer im Pikachu-Kostüm, der mit seinen Videos gerade im Netz viral geht. Und tatsächlich, auch uns ist es gelungen, ihn zu treffen. Pika Talk auf dem Frankfurter Goetheplatz. Die Leute reagieren übelst positiv. Also die Autofahrer freuen sich, die lachen, die machen Bilder von mir. Die Kinder freuen sich. Und ja, das ist voll schön immer zu sehen. Und wenn die lächeln, lächle ich automatisch auch. Und lächeln ist halt, wie viele Studien gesagt haben, gesund. Pika Rider ist der neue Stern am TikTok- und Instagram-Himmel. Erst seit knapp 3 Wochen postet er Videos seiner Touren durch Frankfurt und hat schon tausende Followerinnen und Follower. Doch warum? Pikachu ist einfach einer meiner Lieblings-Pokémon. Und es macht einfach, alle Leute kennen das auch. Also wenn ich jetzt beispielsweise mit einem anderen Pokémon gehen würde, die Leute würden es nicht verstehen, die Leute würden es nicht kennen. Aber Pikachu kennt eigentlich jeder. Erwachsene, Ältere, Jüngere, Kinder, alle kennen Pikachu. Und deswegen Pikachu. Los geht's! Pikachu ist bereits seit den 1990er Jahren bekannt aus dem Anime Pokémon und gleichnamigen Videospielen. Das Medienfranchise ist bis heute weltweit bei Menschen jeden Alters beliebt. Seine Touren filmt der Pika Rider mit 360-Grad-Kamera. Den Bildausschnitt kann er dann nachträglich beliebig anpassen. Und der knallgelbe Anzug hat einen optischen Vorteil. Mein Fahrlehrer meinte, ich solle mich immer so anziehen, dass man mich gut sehen kann. Also habe ich seinen Rat befolgt. Den Führerschein hat er vor 2 Jahren gemacht und direkt eine große Tour unternommen. Zunächst allerdings noch nicht verkleidet. Ich habe mir den Führerschein mit 23 gemacht. Ach, noch gar nicht so. Direkt A-Klasse, ja. Ich bin dann auch mit dem Motorrad bin ich dann nach den Iran gefahren und zurück. Und da habe ich meine Motorraderfahrung gesammelt. Sozusagen Pikachu-Fahrfähigkeiten gestärkt. Seitdem ist er als Pika Rider unterwegs und trifft auf den Frankfurter Straßen auch immer wieder auf die Polizei. In diesem Video steht er an einer Kreuzung, grüßt die Polizisten freundlich, die winken zurück. Auch den Beamten zaubert er wohl ein Lächeln ins Gesicht. Die Polizisten freuen sich. Einmal wurde ich sogar von der Polizei angehalten, weil die aber nur schauen wollten, wie ich aussehe. Also die haben mir positives Feedback gegeben, die haben sich richtig gefreut. Also man erlebt in Frankfurt wirklich eine Menge. Wenn man mit dem Motorrad unterwegs ist und viel fährt, am Hauptbahnhof habe ich viel erlebt, auch die, leider die ein bisschen Drogen nehmen. Aber die freuen sich, das ist auch schön, zu sehen, das sind ja auch nur Menschen. Und die freuen sich auch über mich und die grüßen mich immer. Und ich habe halt auch keine Angst vom Hauptbahnhof. Ich will auch zeigen, Frankfurt ist keine gefährliche Stadt, wie alle immer behaupten. Doch ist das alles okay, verkleidet Motorrad zu fahren? Die Polizei toleriert es, solange man sich an gewisse Vorschriften hält. Vorgeschrieben sind Schutzhelme nach sogenannter ECE-Norm, einer EU-Richtlinie. Verboten zum Beispiel Skifahrrad- oder Stahlhelme. Das Pikachu-Kostüm sei eine Art Overall, der nicht verboten ist, da zum Beispiel keine langen Fransen oder Ähnliches vorhanden sind. Die könnten sich sonst in Fahrzeugteilen verfangen. Weitere Bekleidungsvorschriften sind nicht gegeben, schreibt uns die Polizei. Sofern man sich und andere nicht gefährdet, ist also alles in Ordnung. Doch wer unterm Kostüm steckt, bleibt geheim, soll schließlich was Besonderes sein. Pika Rider verrät nur, ist 25, macht gerade seinen Bachelor und arbeitet nebenbei. Ich bin auch als normaler Mensch auch auf dem Bike unterwegs. Ich bin jetzt zum Beispiel Student, ich fahre mit meinem Bike ganz normal zur Uni, habe ein ganz normales Motorrad-Outfit mit Lederkombi. 3-mal pro Woche ist er als Pika Rider on Tour und hat auch immer ein paar Überraschungen dabei. In diesem Fall ein Grundgesetz. Humor hat Pika Rider auf jeden Fall. Das sind jetzt hier Pokémon-Karten. Die habe ich von jemand anderem geschenkt bekommen und der hat gesagt, verteilt es an die Kinder. Habe ich gesagt, mache ich gerne. Weil ich habe es mit meinen privaten Sachen gemacht und ich kriege auch Spenden und Taschen und was auch immer. Und ich verschenke es dann an die Leute weiter. Diese Kids hier kommen heute wohl auf jeden Fall mega happy nach Hause. Und was gibt's denn Schöneres, als Menschen glücklich zu machen und dabei auch selbst glücklich zu sein? Nicht weiter. Nicht weiter.
Leben rufen.